Moin moin und willkommen zur 82. Folge von The Witcher 3. Und ihr hört es, Kleinrots Leute sind da. Da vorne. Und um die wollen wir uns jetzt kümmern. Ja, mal gucken, was passiert. Na, Bandit. So, so. Bertram. Bertram, wir kommen dich holen. Ich kann hier gar nicht einfach so eingreifen. Bist wohl ein großer Klugscheißer, was? Ja. Bertram, wir kommen dich ziemlich großer, ich würde gerne eine hauen. Wieso dürfen wir das nicht? Jo, bist wohl ein großer Bertram. Wir kommen dich holen. Probieren wir es damit. Auch nicht. Dürfen auch nicht zuschlagen oder so. Bertram, wir kommen dich holen. Kleinrot. Ein Hexer. Haben die Dörfler dich angeheuert? Dann machen wir mal das Erste. Haben sie, um sie gegen Monster zu verteidigen und gegen Menschen, die sich wie Monster benehmen. Dafür hältst du mich also? Bist du das nicht? Finde es selbst raus, wenn du es wagst. Oder gib mir Bertram, dann geschieht sonst niemandem was. Was hat er dir getan? Fragen wir mal wirklich danach. Was hat Bertram dir getan, dass du Rache willst? Ha, diese Kleinigkeit haben sie also nicht erwähnt. Dann hör zu. Er kam vor einem halben Jahr zu mir und sagte, er würde verraten, bei wem das Plündern sich lohnt. Gegen einen Teil der Beute. Aber nach einer Weile wurde der Mistkerl gierig. Er wollte mehr. Ich lehnte ab. Da hat er uns die Hexenjäger auf den Hals gehetzt. Wegen ihm habe ich die Hälfte meiner Männer verloren. Und jetzt geh beiseite, Hexer. Das ist nicht deine Sache. Wir wollen Bertram und sonst niemanden. Mein Wort darauf. Naja. Ich bin aber trotzdem der Meinung. Das lassen wir nicht zu. Mir ist ziemlich egal, was du sagst. Nimm deine Männer und verschwinde. Sonst fließt Blut. Oh, Blut fließt auf jeden Fall. Gerade hast du dafür gesorgt, dass es noch mehr wird. Schauen wir mal. Oh, ein Werwolf. So, so. Habe ich jetzt echt nicht mit gerechnet. Das muss ich zugeben. Oh. Krasse Scheiße. Da habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Vor allem, wir haben kaum noch Schwalbe, beziehungsweise gar nichts. Das ist jetzt echt ein Problem. Wir müssen erstmal seine Kumpanen umlegen. Die stören mich mehr. So, und dann müssen wir ein bisschen mehr mit Gewinn arbeiten. Na Jungs, bleibt mal hier. Oh, ich sehe gar nichts. Ganz ungünstig. Ist der Werwolf? Links. Nee, rechts. Shit. Da. Na gut, alles noch in Ordnung. Upp. Wir müssen auf jeden Fall erstmal die machen. Zack, zack, zack. Au. Und dann noch mehr. Viel mehr als ich dachte. Au. Uiuiui. Oh, oh, shit. Falsche Richtung. Absolut falsche Richtung. Uiuiuiui. Keine gute Idee. Mal ran hier. Pow. Oh. Nein, ich will doch gar nicht gegen ihn. Oh shit. Okay, das ist jetzt gar nicht mehr gut. Haben wir noch irgendwas? Haben wir da noch irgendwas, was uns jetzt gerade helfen könnte? Gucken wir mal. Ja, das wäre schon nicht schlecht. Bringt uns jetzt gerade nichts. Jeden getöteten Gegner die Vitalität erholen. Das könnte uns was bringen. Bei maximaler Vitalität, da sind wir annähernd ein kleines bisschen dran vorbeigeschrammt. Tja. Das können wir auf jeden Fall schon mal gebrauchen. Oh. Mikrofarben, nein. Nein. Ja, das hilft uns doch alles hier gerade nicht viel. Nicht gut. Müssen wir mal eben hier mit bisschen was an Nahrung arbeiten. Ärgerlich. Kriegen wir noch das Öl rauf?
müsste das eigentlich sein. Natürlich nicht. Okay, dann machen wir das mit der Vitalität. Genau. Was wir es damit probieren? Gucken wir mal. Schön auf unser Schild achten. Ah. Sehr gut. Au. Boah, das war extrem knapp. Aber wirklich extremst. Oh. Der ist ja auch noch da. Der Spinner. Naja, komm du nur. Oh. Ich möchte den jetzt haben. Einer weniger. Schon wieder der blöde Werwolf. Uiuiui. Gwen. Au. Wieder getroffen. Nee, hau mal ab. Ah, sehr gut. Oh, oh, oh. Au. Nein. Eieieiei. Was für ein Kampf hier. Hab ich aber auch nicht mitgerechnet, dass es sowas wird hier. Uiuiui. Jetzt habe ich schon wieder gewechselt. Was ist das? Kannst du nicht einfach immer wechseln? Sehr gut. Das war gut. Jetzt müssen wir uns noch auf ihn hier konzentrieren. Was hat Amy denn hier reingesetzt? Was ist denn das jetzt? Was ist denn das? Ja, toll. Hm. Da können wir schon mal den Absurd wieder oben reinpacken. Okay. Tief durchatmen. Wenn. Oh, fuck. Nein. Das Schwertgewechsel hier. Hol das Richtige raus. Genau. Hinten ist er. Jetzt haben wir ihn. Oder auch nicht. Ja, wir haben ihn. Wow. Okay, jetzt geht's rund. Mein Freund. Oder Freundin. Na komm. Okay, dann haben wir. Miststück. Na komm, komm. Oh, fuck. Da habe ich gepennt. Hui. Okay, das war jetzt hart. Das war jetzt richtig hart. Da müssen wir vielleicht nochmal eben schnell rasten. Oder vielleicht einfach ein bisschen aggressiver am Anfang sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß auch gar nicht, ob wir zum Rasten kommen. Ich würde es gerne nochmal so probieren. Bevor wir noch einmal rasten. Na komm. Und dann auch ein bisschen früher vielleicht mit dem Trank arbeiten. Direkt im Kampf. Okay, das ist... Okay, einen Abzug haben wir aber. Na super, jetzt hat er schon die falsche Waffe drin. Au. Au. Ganz toll. Jo, das klappt ja mal gar nicht. Überhaupt nicht so, wie ich es mir dachte. Moment. 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 Erstmal den hier. Und den hier. Erstmal einen trinken. Uiuiui. Uiuiuiui. Ach, hier traut euch schon nicht mehr hin, Deppen. Oh, fuck. Habe ich den falschen erwischt. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Nein. Ich hasse es. Man sieht hier auch kaum. Noch ein kleines Problem. Oh. Na, bleiben wir erstmal bei Gwen. Na, jetzt hat er schon wieder gewechselt. Komm her. Au. Geh weg.
Au. Das hat schon wieder wehgetan. Hui. Und schon wieder gewechselt. Na komm. Und weg mit dir. Au. Wir haben vergessen, den Truck einzuwerfen. Da ist er. Und weg mit dir. Sehr schön. Na. Schön auch noch mit dem Finisher. Na, na, na. So, wie viel bringt das? Gar nichts. Wo ist eine Werwolf hin? Egal. Okay. Gut. Also das war schon mal ein scheiß Anfang. Richtig beschissener Anfang. Erstmal müssen wir da aus der Mitte raus. Das ist definitiv schon mal klar. Sonst wird das nix. Weil so hauen die einen ja so ein paar Dinger um die Ohren, ey. Puh. Kann doch nur dieses Dorf beschützen. Kann ja keiner riechen, dass es gleich ein Werwolf ist. Ein plündernder Werwolf. Diebwolf. Gibt's ja wohl nicht. Puh. Okay, tief durchatmen. Diesmal nicht erwischen lassen. Ich seh nix. Komm. Boah, das gibt's nicht. Glück gehabt. So. Guter Anfang. Du kannst mal schön wegbleiben. Du interessierst mich gar nicht. Du aber. Shit. Shit, shit, shit. Da hinten ist er. Kann er auch gerne mal bleiben. Warum denn? Ich find's gut. Ich find's richtig gut. Au. Treffer. Okay. Vielleicht sollten wir jetzt mal eben einmal erstmal einmal den schlucken. Dann den schlucken. Und natürlich wieder die reinsetzen. Und bloß nicht von dem einen verarschen lassen. So. Au. Jetzt machen wir den mal schnell. Hoffentlich. Nicht. Aua. Aua. Wow. Glück gehabt. Puh. Hab schon. Sehr gut. Das war nötig. Na Jungs. Dann ist der Werwolf. Sehr gut. Das war scheiße. Das auch. Okay, ging noch. Oh, fuck. Das sind doch nur noch zwei gewesen. Mann, dieser blöde Start, dass der einen gleich so an einer beschissenen Position mal wieder abgesetzt hat. Das ist echt ärgerlich. Grummel, Grummel, Grummel. Da muss man erstmal weg. Das ist bescheiden, das ist richtig bescheiden. Also einmal nach hinten rollen und dann irgendwie zur Seite rollen, würde ich sagen. Und dann schon fast nach links. Rechts sind ja auch noch welche. Naja, gucken wir mal. So, jetzt gleich hier. Ja, genau. Das ist schon mal okay. Du haust mal ab, du Stück. Nerv mich nicht. Aber wenn wir es so machen, ist es vielleicht auch okay. Machen wir es halt so. Na, komm. Einmal aufs Schwert wechseln. Ah, das war ganz gut. Au. Na, wo wollte ich denn jetzt hinhauen? Kommt denn der Hund her? Treffer. Au. Der rennt ja immer noch. Nicht gut. So. Jetzt mal schnell den Trank einwerfen. Bum, 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 bum. Das war ein guter Start. Ja. Sie hin zumindest.
Ah, ah. Was ist das? Ich möchte erst die Banditen haben. Sehr gut. Jo, der ist zerfetzt, mein Kollege. Was? Gibt's ja wohl nicht. Komm schon. Fuck it. Schon wieder getroffen. Ich glaube, sieht aber gerade ganz gut aus. Oh ja. So, meine Freundin. Jetzt bist du dran. Ja, genau. Steck das Schwert weg. Hätte das nicht manuell rausholen sollen. So, dann können wir nochmal eben den Absud schlucken. Jetzt müssen wir leider... Mist gemacht habe. Naja, was soll's. Okay. Au. Miststück. Ja auch. Du Stück, du. Na komm. Komm, komm, komm. So. Jetzt wirst du erstmal kassieren. Ching, ching. Miststück. So. Na, sieht nicht so gut aus diesmal. Also für sie. Tsching. Ah, nicht getroffen, nicht mal ansatzweise. Wo ist sie denn hin? Na, das war dumm. Wir jetzt hier nochmal. Du Stück! Na, komm. Ah, das hat gesessen, wa? Na. Bleibst du mir weg. So. Perfekt. Zwischendurch mal so einen schönen Schuss setzen. Und bam. Ja, voll daneben. Was grummelst du so? Na, komm. Dann wird's wieder gebrannt werden. Na, komm her, komm her, komm her. Hallo? Was ist denn, ne? Ciao. Macht der da? Du Stück. Hallo? Hallo? Ich würde schon sagen. Ist Gwen aus? Tatsache. Was ist denn Gwen schon wieder aus? Finde ich nicht gut. So, jetzt nutzen wir es mal aus. Braucht nicht. Dumme Idee. So, jetzt aber. Ja, geht doch. Alter Schwede. War das ein Kampf. Klein Rot. Hast du es aber gezeigt. Ihr habt nicht erwähnt, dass sie ein Werwolf ist. Wir waren das selbst nicht ganz sicher. Aber genau dafür sind Hexer ja da, nicht wahr? Zum Monster töten. Danke für deine Hilfe. Das hier hast du dir verdient. Na toll. Ja, ich würde ja eigentlich gerne nochmal mit diesem Bertram sprechen. Ich hätte da noch ein kleines Wörtchen mit denen zu wechseln. Wo war das? Naja. Mann, 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 was für ein Kampf. Uiuiui, Brief der Mutter. Was hat sie denn für einen Brief dabei? Ist nur so Schnickschnack. Uiuiuiui, Mann, 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 das war aber echt schon haarig. Liebste Lilly, wenn du dies liest, bedeutet das, dass dein Vater und ich tot sind. So. Bla bla bla. Adolf fließt das Blut von Menschen und Wölfen. Verantwortung, bla bla bla. Tja, dann darf man kein Dieb werden. Kein Plünderer. Wenn so ein Mist auch nicht passiert. Naja, nicht unser Problem. So, einmal nochmal hier richtig ausrüsten. Wo ist Schwalbe? Da.
Okay. So, dann können wir mal eben rasten. Huiuiuiuiui, das war aber echt eine harte Nummer. Meine Fresse, dann gleich mal speichern. Ja. Gibt's sonst noch was hier zu tun? Hier war doch noch eine Quest, oder nicht? Tja, das möchtest du wohl wissen. Der ist die Mutation, Mensch. Okay, was sagt denn die Weltkarte? Wie gesagt, hier ist nicht mal allzu viel auf der Ecke. Da könnte man nochmal eben einmal hin. Das machen wir nochmal eben. Kommst du ran? Oh, plötzlich bist du so ein faules Stück. Los, los! Ich meine, ich weiß, ich bin selber faul, aber hey, das ist unser Pferd. Wir dürfen auch faul sein. Meh. Kann ich ja auch, blöde Kuh. Du. Da sind wieder mit Bauern. Dam-di-dam. Ist das da hinten, die Mühle? Ah, sieht gut aus. Kommen wir dann hier vernünftig rüber? Jetzt. Aha. Wollte schon meckern. Imkerei Honigfarb. Das ist ja wirklich nur so ein kleines Flüsschen hier hinten. Nun gut, der. Wer bitte? Wer klaut dir was? Moment. Wer klaut ihr was? Was ist denn passiert? Als wäre der Krieg nicht genug, Herr. Ich verliere meine Hühner. Wovon soll ich leben, hm? Hast du die Diebe gesehen? Welche Diebe? Meine Hühner werden von Monstern gestohlen. Einen gewöhnlichen Dieb würde ich mir selbst zur Brust nehmen. Aber Monster? Was kann ich da tun? Hm? Monster? Ich kann dir helfen. Nicht umsonst. Aber du bist schon im fortgeschrittenen Alter. Da nehme ich nicht viel. Papalapap. Nicht viel, sagst du jetzt. Aber am Ende nimmst du es doch vom Lebendigen. Aber ich habe ja sonst niemanden. Meine Hühner verschwinden seit etwa einer Woche. Eins nach dem anderen holen sich die Biester. Sie holen sie einzeln? Interessant. Haben die Monsterspuren hinterlassen? Ja, Wolfsspuren. Nur seltsam. Es ist, als wären die Wölfe auf den Hinterläufen gegangen. Und sag mir nicht, wie der Klugscheißer Josef aus Niederwirr, dass ich mich irre. So gut wie ich kennt sich sonst kaum einer mit Spuren aus. Mein Mann war der beste Wilddieb weit und breit. Verstehe. Ich würde mir die Spuren trotzdem gern selbst ansehen. Ja, wie jetzt? Hallo? Ist er nett? Hat er nicht umgeschaltet? Was für ein Scheiß. Bienenphantom. In der Gegend um Novigrad fand Geralt den Auftrag, einen Bienenphantom zu töten. Er war von einem gewissen Holofernes Meisterdorf eröffnet worden. Imkerreich Honigwab. Geralt beschloss, die Belohnung zu verdienen. Was ist das? Bin mir nicht sicher. Aber welche sollte es sonst sein? Gute Frage. Näherer Stall, Novigrad. Ah, hier. Da haben wir's. Da haben wir's doch. Wollen wir doch mal gucken. Da ist doch schon was. Wolfsspuren, in der Tat. Aber da stimmt doch was nicht. Inwiefern? Guck mal, wer da gerade angepiest kommt. Können wir gleich mal nutzen. Sei gegrüßt. Kennen wir dich? Jo, dich kennen wir schon. Ich würde mir gerne deine... Hat aber wieder ein bisschen was an Knede. Dann mal dafür ruhen. Kleine Igni. Auch ein bisschen Silber dabei. Ist jetzt nichts, wo ich sage, ja, hier, bam und so. Wobei. Geißblatt. Haben wir sowas? Ist ein normales weißes Item, oder wie? Moment.
Da gehört's nicht rein. Wenn dann. Weil Alchemie. Doch, war ja richtig. Haben wir nicht. Oder? Doch, 8 Stück. Okay. Gut, dann können wir ihn aber mal so ein bisschen unseren Scheiß andrehen hier. Sowas zum Beispiel. Kann dann mal alles nehmen. Brauchen wir nicht. Jo. Damit können wir ihn doch schon ganz gut leer machen. Jo. Wunderbar. Leb wohl. Leb wohl. Gut. Dann zurück zum Thema. Also noch mehr Spuren. Das ist merkwürdig. Das ist echt merkwürdig. Dann machen wir mal eben kurz speichern. Nicht, dass wir hier wieder gleich in einen Kampf reingeraten. Na komm. Wolfsspuren. Daneben kleine Fußspuren, aber keine Kampfspuren. Hä? Moment. Ich möchte mal kurz ins Bestiarium reingucken. Hybriden. Salma, nein. Okay, ja, klar. Das waren ja verfluchte Wesen. Hehe. Nicht gut. Wo haben wir denn hier? Verfluchte? Haben wir das überhaupt schon? Da. Gleich mal aufmachen. Ich denke mal, wir werden da gleich. Kleine Fußabdrücke. Interessant. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall ein Werwolf. Hat sich gerade wieder frisch umgewandelt. Sieht zumindest danach aus. Zack, zack, zack. Beweg dich, Geralt. Hier gehen sie weiter. War ja klar. Vorsicht, Peter! Er hat ein Schwert! Ein Soldat! Der kriegt uns nicht lebend! Ich tue euch nichts. Was machst du denn hier? Hat dich der Hauptmann mit dem schwarzen Schnurrbart geschickt? Ich weiß nichts von einem Hauptmann. Ich bin den Spuren der hühnerklauenden Monster nachgegangen. So eine Aufregung wegen ein paar dürren Hühnern. Die alte Dame mochte sie sowieso nicht besonders. Sie hat sie immer angeschrien. Und sie sieht wie eine Hexe aus. Was macht ihr im Wald? Wo sind eure Eltern? Die Soldaten haben sie gefangen. Wir sind über den Fluss. Da haben sie uns entdeckt. Wir sind gerannt. Aber Mama und Papa hatten das Gepäck. Sie haben gesagt, wir sollen fliehen. Und seitdem lebt ihr alleine im Wald? Na klar. Wir finden viele Sachen und klauen ein paar. Wir kommen irgendwie zurecht. Woher kommen die Wolfsspuren? Papa hat mal einen Wolf erlegt und wir haben alle eine Glückspfote gekriegt. Die haben wir uns an die Schuhe gebunden. Denn Wölfe stehlen ja Hühner, nicht? Schon, aber normalerweise nicht einzeln. Ihr überlebt, indem ihr von anderem klaut. Das kann nicht gut gehen. Ihr solltet jemanden um Hilfe bitten. Wer würde uns denn helfen oder uns aufnehmen? Sobald wir alle Hühner haben, gehen wir tief in den Wald. Peter sagt, dass wir jagen, Tierfelle tragen und ein Zelt aus Blättern machen. Und nie erwachsen werden. Das ist noch der wahrscheinlichste Teil. Viel Glück dann. Und passt auf euch auf. Peter? Und nicht erwachsen werden wollen. Der Teufel aus der Eiche schaut. Ja, ich würde mal sagen, Peter Pan, wa? Gießt ihn mit großen Schlucken runter, so schnell wird der nicht wieder munter. Och, sind die süß. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Nun gut, dann würde ich sagen, sind wir dann jetzt erstmal am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt. Und dann werden wir mal gleich zur alten Frau gehen und mit ihr dann mal sprechen. Also, bis zum nächsten Mal.